Mut macht. So, herzlich willkommen zu einem Webcast im Mutstrahl 7, Mut for Future. Und heute ist wieder ein Teil von Perma dran. Wir sind beim A angelangt und liebe Ingrid, allerliebste Ingrid, ich begrüße auch dich ganz herzlich. Und bin schon sehr gespannt, was du uns heute zum A vom Perma erzählt hast, zum letzten Teil des Aufblühens. Ich bin auch schon neugierig und gespannt. Ja, fragst dich auch schon, was du sagen wirst. Gehen wir es an, let's do it. Accomplishment ist heute dran. Was bedeutet das eigentlich, Accomplishment? Also eine Mischung, Ziel, Leistung, Erfolg. Man kann es gar nicht mit einem Wort übersetzen. Und es ist der letzte Buchstabe von Perma. Zur Erinnerung. P steht für positive Emotionen, dass man die mehr ins Leben holt und auch selber weiß, was in mir positive Emotionen weckt. Aber ganz wichtig auch, wir sind ja nicht allein auf der Welt, auch wie ich bei anderen positive Emotionen wecken kann und sie ihnen vermitteln kann. E steht für Engagement. Engagement auf der Basis seiner Stärken, logischerweise. Da muss man wissen, welche Stärken habe ich und wie setze ich sie engagiert ein. Für mich, aber auch für andere. Das heißt, es ist ja wichtig bei anderen und gerade vielleicht bei Kindern, Jugendlichen, die Stärken zu erkennen und zu fördern, weil die verschwinden oft, wenn man sie nicht stärkt und erkennt, anerkennt. Und Engagement ermöglichen. Anderen Platz und Raum lassen dafür. Nicht nur der Platz hier sein, der alles selber macht und geht gar nicht. Relationships eben, gute Beziehungen. Kann man sich auch fragen, was ist mir bei Beziehungen wichtig? So Rollenwechsel dann. Es wird nicht das Gleiche sein wie bei anderen. Aber ich bin sensibler dafür. Und dann weiß ich, wie ich zu positiven Beziehungen beitragen kann. Ist auch ein Sinn im Leben, Meaning. Was ist mir wichtig, wertvoll und sinnvoll? Und das lässt mich dann wachsen, wenn ich mich damit beschäftige, engagiert. Aber es haben nicht alle die gleichen Werte oder es ist nicht das gleiche sinnvoll. Und bei den Werten muss man ganz neugierig sein und einmal zuhören den anderen, was ist anderen wichtig? Und dann eine Übereinstimmung herstellen. Entweder hat man die gleichen oder ähnliche, aber aufpassen, dass man nicht gegeneinander dann geht. Und das Letzte, wo wir heute sind, das ist das Accomplishment. Und da geht es eben darum, welche Ziele habe ich? Also einmal sich klar werden, was ist mir wirklich wichtig? Und was muss ich tun, dass ich sie erreichen kann? Ja, ich einmal. Aber auch, wie kann ich andere bei der Erreichung von Zielen unterstützen, gemeinsam miteinander machen. Also das ist heute unser Schwerpunkt, dieses Accomplishment. Ja, noch einmal, was heißt es genau? Erstens einmal, Ziele mit Werten verknüpfen. Menschen, deren Ziele mit den Werten übereinstimmen, die haben sicher mehr Erfolg, weil die sind authentisch. Und bleiben besser dran. Das sagt nämlich das Nächste. Accomplishment hat auch das Ziel, Wohlbefinden zu steigern. Wenn uns was gelingt, wenn wir uns engagieren, fühlen wir uns wohler. Wir kennen das alle, wenn wir jemand helfen. Es geht uns gleich selber gut und besser, aber es trägt zum Miteinander Wohlbefinden bei. Und das Ganze natürlich mit Zuversicht. Weil wenn ich sehr pessimistisch bin und lasse mich gleich hängen, weil das werde ich scheitern, dann halte ich nicht an Zielen fest. Dann gebe ich leicht auf. Und vor allem, wenn man dann noch glaubt, man ist persönlich die Ursache des Scheiterns, dann ist man sehr schnell weg vom Fenster und weg vom Miteinander, etwas für die Welt, für uns alle zu bewirken. Das ist unser Zeichen für Accomplishment. Und jetzt ganz kurz
Ziele setzen. Und das ist ganz wichtig, große Ziele in machbare Teilziele zerlegen. Also ich habe meinen Kindern in der Schule öfters erzählt, wenn sie gesagt haben, na, am Ende des Jahres habe ich ein 1 in Mathematik. Ich habe gesagt, okay, und was machst du jetzt? Naja, ich kriege ein 1, ich weiß. Ich habe gesagt, naja, jetzt musst du ja Schritte machen. Kannst du nicht nur wünschen. Du musst schauen, dass du Schritt für Schritt dich bemühst und dran bleibst. Und dann freu dich über jeden Schritt. Das heißt auch Leistung bringen, dranbleiben und das Letzte, über jeden kleinen Schritt sich freuen und sich klar machen, ich habe es geschafft, sich selber dankbar sein. Und wenn man jetzt so schrittweise die Ziele, die Leistung und die Erfolge uns vornehmen zu beleuchten, weißt du, hast du Ziele, so richtige Traumziele, Mount Everest-Ziele? Ganz groß. Und du weißt, das wirst du im Leben erreichen. Das ist dir ganz wichtig. Also ein richtiges Traumziel. Welches ist deines? Denk kurz nach. Und deine Stärken. Wir haben ja schon über die Stärken nachgedacht. Dass du die richtig engagiert dafür einsetzt. Also Accomplishment und alle Punkte von PERMA stehen gar nicht für sich allein. Es ist immer ein Miteinander und eines stärkt das andere. Aber jedes würde fehlen, wenn man es weglässt. Also wenn wir jetzt so ein Ziel schon sehen, können wir uns fragen, ist es wirklich mein Ziel? Habe ich es gefunden? Ja, mit dem Herzen, Herzensziel, aber nicht nur mit dem Herzen, auch mit dem Kopf, mit dem Hirn und mit dem Bauchgefühl, dass man so richtig wohlig warm im Bauch wird, wenn wir an das Ziel denken. Und dass wir das dann so richtig genießen, diese Schritte dazu. Step by step, mit Engagement. Schauen wir mal Schritt für Schritt die Teilziele finden. Und was passiert dann, wenn wir sie gehen gefunden haben, Schritt für Schritt? Wir haben positive Emotionen. Es tut uns irrsinnig gut, ein Ziel zu haben und Schritt für Schritt was zu erreichen. Wir engagieren uns dafür. Wir setzen unsere Stärken ein. Darum ist es so wichtig, dass wir sie kennen. Auf dem Weg, den gehen wir nicht allein, müssen wir schauen, dass wir Weggefährten finden und dass wir gut mit ihnen umgehen, auf dass sie auch gut mit uns umgehen und wir uns miteinander wohlfühlen. Ziele macht Sinn, Meaning. Und je größer die Ziele und höher die Ziele sind, umso mehr Sinn machen sie für uns. Und eben Accomplishment. Ziele finden. Ja, dann sind wir halt einmal irgendwo auf dem Berg und wollen hinauf ans Ziel. Ja, jeder Schritt weckt positive Emotionen. Kennt ihr das? Wenn ihr was geschafft habt, wow, es tut so gut. Und am liebsten würde man es gleich feiern. Und man engagiert sie. Und dieses Engagement beflügelt dann immer weiterzumachen. Flow. Die Stärken so richtig genießen und sich dankbar sein. Und wie gesagt, Seilschaften miteinander gehen. Auf zum Ziel, zum Gemeinsamen, zum Alleinigen. Das ist Accomplishment. Teilziele. Teilschritte machen. Und kluge Ziele wählen. Aber da gibt es in der positiven Psychologie so ein nettes Bild. Wenn man ein großes Ziel hat, sollte man polynesisch segeln. Das ist ein Begriff. Die Polynesier, sagt man, wollten Bora Bora erreichen. Und jetzt hätten sie natürlich stur da durch die Gegend segeln können. Und Bora Bora. Aber sie waren offen, sie haben einen offenen Blick an Kreativen gehabt, an Zuversichtlichen und haben gesehen,
was auf den Inseln auf dem Weg alles ist. Und das haben sie mitgenommen. Und vielleicht ein bisschen vom Kurs abkommen, aber nie vom ganz großen Ziel. Also nicht stur sein, über den Tellerrand blicken, polynesisch segeln. Und eben Schritte machen oder ein Stückchen weiter segeln. Es gehört zu Accomplishment auch Leistung dazu. Kinder wollen was leisten. Die sind sehr stolz, wenn sie was dazu lernen und was können. Und wir müssen schauen, dass wir ihnen diese Leistungsfreude nicht abhanden kommen lassen durch unsere Reaktionen, durch Zwang. Also Leistungsfreude gehört gefeiert, dass man dranbleiben kann. Und dann freut man sich wahnsinnig über jedes Stückchen, positive Emotionen, immer mehr Engagement. Wir sehen da diese Ballettbeine. Für mich wäre das ein Horror, das wäre nicht mein Ziel, wenn ich da so herumtänzeln müsste. Aber die haben sicher ihre Freude dran. Die Kinder, Relationship, sie sitzen beieinander. Das ist ganz wichtig, dass man da auch die richtigen Werte hat bei Beziehung. Also nicht nur ich, sondern wie können wir miteinander, wie kann ich andere fördern? Wie bin ich kein Ego-Schwein? Meaning, ein großes Ziel. Ich will das und das erreichen. Ich will in einer Kompanie tanzen. Und wir miteinander sind eine gute Gruppe. Und dann sind wir wieder bei Accomplishment, Leistungen bringen und sich freuen. Und durchhalten, auch wenn es schwerfällt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer lustig ist und dass es wehtut. Und wenn man ständig dann übt, jeden Tag, Instrument, Sportler, Lesen, Schreiben. Aber das Durchhalten ist ein ganz tolles Gefühl. Und da müssen wir uns selber stützen beim Durchhalten, Kinder stützen, Partner stützen, zureden, nicht klein machen, Beziehung aufbauen, sagen, Ma, du schaffst es. Geht nur nicht, du schaffst es. Und dann, wenn man ein Teilziel erreicht haben oder gleich das ganz große Ziel, wow, dann feiern wir. Es reicht nur, wenn man ganz bewusst sagt, wow, gut gemacht. Oder am Ende des Tages einfach aufschreibt, was toll war, was einem gelungen ist, seine Stärken sehen und sich selber dankbar sein, was man aufgrund seiner Stärken erreicht hat. Das war man ja selber dank seiner Stärken. Dankbar sein. Und das sind unglaublich tolle Emotionen. Es ist das Engagement, das uns hingebracht hat. Ohne das wären wir nicht oben. Wie gesagt, wir sind nicht allein auf der Welt. Es geht nur miteinander. Wir haben unseren Sinn gefunden. Wir sind uns bewusst, welche Werte wir auch haben. Das ist Accomplishment. Und dieses Konstrukt von PERMA oder die Methode, die ist eigentlich ganz einfach. Alle gehören zusammen wie die Finger einer Hand. Und diese Hand kann uns auch jeden Tag erinnern, wenn wir uns das angewöhnen. Wenn wir den Daumen für P, für positive Emotionen zum Erinnern nehmen. Ich habe unlängst das Seminar nach Vorarlberg gehalten mit Sozialarbeitern. Die haben sich dann am Ende die Buchstaben auf die Finger geschrieben. Du darfst das auch machen, zum Erinnern, als Eselsbrücke fürs Glück. E, Engagement. R, Relationship. M, Mini. A, Accomplishment. Ja, du siehst, du hast es in deiner Hand, das Aufblühen. Und es ist eine tolle Aufblühform, sie zu leben für einen selber, aber auch sie zu verbreiten, die Leute anzustecken. Das ist ein ganz großes Ziel, denn du hast dein Glück in der Hand. All das, wenn du das lebst, das PERMA, wirst du ein gutes Leben, und man kann sagen,
ein richtig glückliches Leben, aber eben nicht mit Lottogewinnglück, sondern mit den Eudaimonia, mit dem einen guten Geist haben. Und dann, ja, ist jeder Mensch seines Glückes Schmied? Ja, jeder Mensch. In jeder Situation kannst du das Beste draus machen. Auch wenn die Situation nicht wirklich fein ist, denken wir nur an Frankl. Wie er das Konzentrationslager überlebt hat. Unglaublich. Und dass man das machen, dass man das kann, das ist wissenschaftlich belegt. Vor einigen Jahren hat es noch geheißen, wenn man so das Glück als Torte betrachtet, 50% sind Veranlagung, ob du eher positiver, offener Mensch bist, 10%, nur 10% hängen von den äußeren Umständen ab, hat man mit Lottogewinnern untersucht, auch mit Menschen dann, die im Rollstuhl gesessen sind. Nach einem Jahr war ihr Glücks- oder Unglückslevel von vorher wieder erreicht. Und es ist dann einfach so, wenn man diese 10% annimmt, akzeptiert, aber dann hat man 40% ist man selbst verantwortlich dafür. Mittlerweile mit seiner Einstellung, wie man es macht, mit der Permahand, dass man da immer dran denkt. Und mittlerweile sagen viele, oder es ist meine Überzeugung, auch wenn ich ein vielleicht nicht so glückliches Mindset habe oder so, kann ich damit lernen. Und ich kann mich selber auf dem Weg zu begeben, meine Veranlagung ein bisschen zu überlisten, weiß ich nicht. Aber ich wünsche euch, dass ihr immer eure Perma-Hand dabei habt, die eures Glückes Schmied ist, und macht euch auf den Weg. Mit uns, mit der Ira, mir. Vielen Dank, liebe Ingrid. Du hast uns jetzt so schön das Aufblühen in die Hand gegeben und es auch so schön vernetzt, wie diese Teile, diese Säulen des Aufblühens, des gelingenden Lebens zusammenhängen, die Dinge eingefügt, die wir schon besprochen haben und so. Ich möchte jetzt auf der einen Seite noch ein bisschen weiterschmieden, ja, und schauen, ob wir da vielleicht noch Facetten in unsere Schmiedearbeit hineinbringen können. Und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Aber lass uns mal anfangen. Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass das Accomplishment irgendwie so ein schwieriger Begriff ist, weil ich finde, wir haben im Deutschen gar nicht so eine wirklich gute Übersetzung dafür oder übereinstimmenden Begriff dafür. Und was ich am Accomplishment auch so wichtig finde, ist, es geht darum, etwas zu erreichen. Ja? Und wir nehmen dann immer so quasi das Ziel her. Nicht? Aber dieses Gefühl, etwas erreicht zu haben in Verbindung mit Fortschritt, das finde ich auch so wichtig dran. Und mit Fortschritt meine ich jetzt nicht technischen Fortschritt, sondern ich meine dieses ganz persönliche Gefühl, Alter, es geht was weiter. Ja. Mhm. Und du hast so schöne Bilder gebracht von dem Bergsteiger zum Beispiel. Und ja, da mögen durchaus positive Emotionen damit verbunden sein. Es gibt aber sicherlich auch Phasen auf diesem Weg, wo das nicht der Fall ist und wo man vielleicht ganz negative Emotionen hat. Es ist anstrengend, es ist kalt, man rutscht zurück und so weiter. Und da dann eben dran zu bleiben, also dieses Durchhaltevermögen, das du auch angesprochen hast, ja, zu sagen, okay, ich gebe trotzdem nicht auf, ja, ich bleibe dran, das allein kann schon als Fortschritt empfunden werden. Ja. Und wenn man dann schafft, den nächsten Schritt zu machen, ja, oder das, was im ersten Anlauf nicht funktioniert hat, dann doch zu erreichen, ja. Das macht dann auch dieses wunderschöne Gefühl. Und da ist es auch so wichtig, am Weg immer wieder diese kleinen erreichten Teilziele, ja, sich die auch wirklich bewusst zu machen. Ja. Das heißt, unser Gehirn und damit unser gesamtes Sein profitiert unglaublich davon, wenn wir sagen, hey, ich habe jetzt einen Fortschritt gemacht, ja. Ich bin wieder ein kleines Stück weitergekommen. Ja. Also nicht nur das große Ziel vor Augen zu haben, sondern
immer auch zu schauen, okay, ich bin noch dran, ich habe durchgehalten bis jetzt, ich habe meinen nächsten Schritt gemacht. Ja. Fortschritt ist, habe ich mal gehört, ist das Allermotivierendste, was es überhaupt gibt im Leben. Also Fortschritt im Sinn von, es geht was weiter, es passiert was, ich bin noch dran, ich habe nicht aufgegeben. Ja. Und wo ich auch noch gern was ein bisschen weiter schmieden möchte, ist so zum Begriff der Leistung. Ja. Weil das ist, für viele Leute ist das ein hoher Wert und sie leisten gern was und für manche ist es ein abschreckendes Wort, weil sie das Gefühl haben, okay, da ist schon wieder was, was von mir verlangt wird, was Druck macht, was mich vor sich hertreibt. Du hast das eh so schön herausgearbeitet, was im Rahmen von diesem Modell mit Leistung gemeint ist, ist vor allem auch dieses, ich tue etwas dafür, meine Ziele zu erreichen. Ja, ich bin aktiv, ich bringe mich ein, ich setze mich ein, damit etwas von mir erreicht wird, ja, damit dieses Accomplishment möglich ist. Es geht jetzt nicht so sehr um dieses, was vielen Menschen Druck macht, diese leistungsgesellschaftlichen Anforderungen, es muss immer noch mehr, höher, schneller, weiter sein, sondern dass ich gehe einen Schritt nach dem anderen, ja, ich leiste quasi diese Schritte, ich bleibe dran, also so der Input, den man selber bringt. Ja. Und du hast das eh so schön beschrieben, wie der zusammenhängt mit den eigenen Stärken und wie er gefördert wird durch die positiven Emotionen, die draußen entstehen und so weiter. Es gibt einen neuen Begriff im Englischen, der Teile sehr gut beschreibt, das ist Grit. Mhm. Begeisterung, dranbleiben und es ist mehr als Talent. Ja. Du kannst für was ein Talent haben, aber wenn du das nicht die Schritte gehst und nicht übst und dranbleibst, dann wird nichts draus. Ja. Also Grit ist so das neue Ziel quasi. Ja, ja, so diese Mischung aus Durchhaltevermögen und aber auch Freude daran. Weil Durchhaltevermögen, das klingt ja auch wieder so ein bisschen, das ist auch ein bisschen zart. Also, ja. Aber so durchhalten und Freude dran haben und in diesem Flow-Bereich zu sein und nicht im Stress-Bereich. Ne? Also das finde ich auch wichtig, das zu klären. Ne? Weil so manche Leute, wenn sie das Wort Leistung lesen, schon sagen, nicht mehr mit mir. Ne? Aber warum? Weil sie Misserfolge hatten oder scheinbare Misserfolge, die von anderen ihnen vermittelt wurden, wo sie klein gemacht wurden. Sind. Ich wollte gerade sagen, weil sie vielleicht auch keine Wertschätzung erfahren haben oder keine positive Rückmeldung oder da sind wir auch wieder bei sinnstiftenden Zielen. Ja? Also wenn ich Ziele verfolgen muss, die quasi fremdbestimmt sind und die für mich keinen Sinn ergeben, vielleicht sogar meinen Werten widersprechen, dann wird sich nicht dieses positive Gefühl einstellen. Ja. Liebe Ingrid, ich habe gesagt, ich habe noch eine Überraschung quasi. Ja. Ich habe mir gedacht, wir bringen das Ding jetzt auch einmal auf die Straße, insofern, als wir ja heute auch ein A haben, ja, weil wir haben das Perma jetzt quasi fertig. Nicht? Du hast uns durch die einzelnen, so muss man glaube ich zeigen, durch die einzelnen Teile von Perma geführt, hast uns diese Säulen des Aufblühens so schön illustriert und erklärt und beschrieben. Und ich habe mir gedacht, wir haben heute ein A erreicht. Wir haben uns Teilziele gesetzt, Webcasts, und wir haben heute unseren fünften Finger quasi dazu getan. Jetzt wollte ich mir das mit dir einfach genauer mal anschauen, so dieses Erfolg feiern, ja, nicht nur im Sinn von, dass wir uns auf die Schulter klopfen, sondern auch, nicht dir vor allem, ja, du hast das so wunderschön und fein aufbereitet, aber auch, dass wir schauen, was hat uns das ermöglicht, ja, also was waren denn die Schritte, die wir gegangen sind und die Teilziele, die wir uns auch gesetzt haben. Was ist da so dein, also wie bist du das quasi auch angegangen? Ja, angegangen. Eigentlich großes Ziel, das ist immer wieder Accomplishment, es ist ein großes Ziel, Wohlbefinden. Für mich
aber eigentlich mehr für meine Umwelt, weil dann fühle ich mich auch wohler, total egoistisch. Mhm. Und etwas zu tun, dass das erhöht. Und dadurch waren viele Teilschritte lernen, dranbleiben. Mhm. Aber das war gar nicht schwer, weil ich bin wahnsinnig neugierig, eine Stärke. Und ja, und ich lerne permanent dazu. Und darum liebe ich auch Perma. Weil Perma steckt in permanent. Okay, sehr interessant, weil also in deiner Antwort ist jetzt für mich auch sehr viel von diesem Meaning drinnen gesteckt. Also du hast jetzt sehr stark herausgearbeitet, was quasi das zu tun, ja, diese Webcast zu machen, für dich auch sinnstiftend war und so. Ich möchte vielleicht noch eine viel einfachere Erklärung einbringen, die auch zeigt, wo wir im Leben zum Teil auch Teilziele und Schritte vorgegeben haben. Und mir ist eingefallen, ich glaube, heute ist der Tag, wo die Zentralmatura beginnt, wenn ich es richtig am Radar habe. Das heißt, ich habe mir gedacht, es gibt viele Leute, die jetzt so kurz vor dem Erreichen eines sehr, sehr großen Ziels sind, dass sie sich vielleicht gar nicht so bewusst überlegt haben oder so. Ja. Aber ich habe mir gedacht, okay, da ist viel auch schon vorgegeben. Also das Leben bietet uns ja auch viele Strukturen, die diese Teilziele schon ermöglichen. Nämlich, da gibt es jedes Jahr quasi, da geht man die erste und die zweite und die dritte und so weiter. Und man hat einzelne Gegenstände, ja, und da hat man wiederum Teilziele mit Schularbeiten, Tests, Prüfungen, Arbeiten. Das heißt, das ist schon relativ gut aufbereitet. Ja. Und wir jetzt mit unseren Perma-Webcasts haben es im Grunde genommen auch recht leicht gehabt, weil das Perma-Modell ja auch diese Fünferstruktur schon vorgibt. Ne? Das ist schon okay, wir machen zu jedem einen Webcast. Ne? Mhm. Das heißt, ich finde es auch ganz gut, das als Hilfsstrukturen quasi hernehmen zu können und als Grundlage für die persönlicheren Ziele, die man sich dann damit setzt. Ne? Also das, was jeweils unsere Werte stärkt. Ja. Und für mich war es eben so wichtig, dich mit deinem Perma-Modell und das, was das Schöne, das es bringen kann, auch in die Mutmacherei stärker einzubetten, ja, um eine bessere Grundlage zu schaffen, damit wir ein positives Bild von der Zukunft haben können. Ja. Was ich auch noch interessant finde, du hast schon gesagt, du hast deine Neugier und deine Freude am Lernen eingesetzt, Stärken von dir, ja, die das eben auch ermöglicht haben. Was haben wir denn noch an Zutaten, an Stärken und Werten vielleicht eingebracht, um jetzt einmal diese Webcast-Reihe abschließen zu können? Mut. Okay. Ja, weil eigentlich mag ich das gar nicht, gefilmt zu werden und so. Das mag ich gar nicht. Aber da habe ich eben das Ziel für die Mutmacherei, habe ich mich überwunden. Ja. Aber ich schaue mir es nicht gern an. Okay. Ich schaue irrsinnig gern die Podcasts von anderen an und auch von den Jungen, unseren Jungen. Also so motivierend, aber okay. Nach dem Mut muss ich noch arbeiten, mich selber anzuschauen. Okay, was ist denn jetzt so das, was du weitergeben möchtest damit? Ja, also warum ist es für dich wichtig, anderen zu erzählen, dass du dich nicht gern anschaust und dass du es aber dich trotzdem bereit erklärt hast, den Mut gehabt hast, diesen Schritt zu machen? Mount Everest-Ziel, Wohlbefinden zu verbreiten, okay. Andere unterstützen. Drum war auch Also war ich Lehrerin und bin Lehrerin. Ich gehe immer noch gern in die Klassen. Ich arbeite mit Lehrenden, ich arbeite mit Studenten. Und das lässt mich aber aufblühen und das geht in Beziehung. Weil ich kriege ja was zurück und ich lerne dadurch ständig. Also das, ihr seht, das ganze Leben ist eigentlich ein Modell für Perma. Ziele, Stärken. Und wenn wir auf das achten, haben wir eigentlich eine wunderbare Formel für eine Hirnpille. Weil die positiven Emotionen und bewirken ja andere Gehirn, andere Botenstoffausschüttungen. Man sagt nicht umsonst, Denken macht aus dem Gehirn eine Chemiefabrik. Na, ich mache mir doch meine Pulver selber mit positiven Augenblicken. Und es passiert schon, schau dich um, bei dir selber, wenn du lächelst.
oder lächle auf der Straße jemand an, auch in die Zeiten wie diesen. Also man, in mein Alter kann es, da glaubt niemand, dass ich ihn anblödeln will. Aber es gibt so Situationen in der Straßenbahn, wo man einfach nur reingeht und lächelt. Oder in der U-Bahn. Es passiert was. Und das ist eigentlich toll. Eigentlich super. Nicht nur eigentlich, wirklich. Du bist ja von deinem Mount Everest-Ziel ausgegangen, von dem, was deinem Leben ganz, ganz stark Sinn verleiht und was für dich die ganz hohen Werte sind. Wenn wir jetzt auch zu den anderen Säulen von Perma schauen, zum Beispiel dem R-Relationship, ja, ich glaube, auch da haben wir viel gemacht. Ne? So auf der einen Seite, na warte, ich gehe noch zu einem anderen Punkt, den würde ich dem A zuordnen, dem Teilziele setzen. Wir haben immer wieder den nächsten Termin ausgemacht. Ja? Also Teilschritte, Teilziele. Ja? Immer wieder den nächsten Termin ausgemacht. Selbst wenn wir noch gar nicht genau gewusst haben, was wir tun, gesagt, okay, dann haben wir das einmal. Und das war dann auch so ein bisschen ein Pfosten, den wir eingeschlagen haben und gesagt haben, okay. Und dann ein paar Tage vorher, was tun wir an dem Termin eigentlich genauer? Ja? Was steht da an? Und auch dieser Abstimmungsprozess zwischen uns, weißt du, auf der einen Seite Perma ist sehr stark deine Leidenschaft, ja, und etwas, für das du dich ganz stark engagierst. Und für mich so der Punkt zu schauen, okay, was davon ist in der größten Resonanz mit der Mutmacherei und mit dem, was meine höchsten Ziele sind. Und das immer wieder in Einklang zu bringen und gleichzeitig zu sagen, okay, da haben wir jetzt auch, da gibt es auch Teile, die sind jetzt eher für den, da kommst du aus dem Bildungsbereich, ja, da passt das sehr gut hinein und andere, die können wir gut in die Mutmacherei reinholen. Also ich glaube, das war auch so auf der Beziehungsebene quasi ein spannender Abgleichungsschritt. Ne? Ich finde, es ist mir so richtig ins Bild gekommen, Zahnräder. Wie Zahnräder, man treibt sich, das klingt so negativ, aber miteinander. Man dreht sich miteinander und bewirkt. Also bewirkt das, ja. Man ist in Schwung, man bleibt in Schwung, kann man sagen. Mhm. Vielleicht würde ein Zahnrad allein würde stehen. Mhm. Oder nicht so schnell sich drehen oder nicht so freudig, vielleicht eingerostet. Aber wir schauen, dass das nicht einrostet. Genau. Ja, das ist immer wieder so wie, es kommt dann Sprit von außen. Ne? Selber würde man vielleicht sagen, okay, wie war das mit dem Durchhalten und dranbleiben und so. Ja, es ist oft leichter gesagt als getan. Und gemeinsam ist dann die Energie auch viel leichter da. Und kann man leichter dranbleiben, einander motivieren, einander inspirieren. Das heißt, das ist auf der Ebene auch ein schöner Beweis für mich quasi. Und das ist so mein Ziel jetzt eben in dieser Reflexion. Nicht? So, inwiefern haben wir dieses Perma-Modell auch erlebt in unserem gemeinsamen Tun jetzt? Ne? Wie schaut es denn mit den Emotionen, den Positiven aus, die auf dem Weg passiert sind oder auch nicht? Schauen wir mal. Absolut Freude. Also wir kennen uns ja schon von der Weite, also von der Entfernung recht lang. Also ich glaube, ich habe die Mutmacherei von Anfang an sehr begeistert verfolgt und immer wieder und dann sind wir uns so ein bisschen begegnet und so Schritt für Schritt näher kommen und dann war es die Zeit, wo wir gesagt haben, so und jetzt tun wir was. Das war dann für mich sehr beglückend und es hat mich angespornt, also ich war motiviert. Ich habe riesige Freude dran gehabt. Es waren Glücksgefühle. Klingt blöd, aber es war so was, dieses nachhaltige Glück, so gutes Leben haben und was beitragen können. Und es war dann auch ja, so irgendwie stolz, dass ich den Mut aufbringe mit diesen blöden Videos. Und wohlfühlen. Ich fühle mich in meiner Haut so richtig wohl, dass ich das in mein Leben habe. Danke, Ira. Ja, danke, Ingrid. Das ist urschön. Das ist echt urschön.
Ja, ich freue mich auch sehr über die Zusammenarbeit und die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch auftun, über den neuen Sprit, der dadurch reinkommt und uns wieder auf eine ganz, ganz einfache Ebene zu bringen, also wo ich diese positiven Emotionen sehr stark erlebt habe, unter anderem, ja, ein Beispiel von vielen jetzt bei unseren Perma-Webcasts war, wann immer ich ein neues Video hochladen konnte und in unserem Mutmacht-Eck wieder ein neues Ding zum Anklicken. Ja, weißt, das war so diese positive Emotion, die durch das Accomplishment kommt, ja, so wieder ein Ziel erreicht, ne, wieder ein Feld auch in diesem Mut, ein Mutfunke im Mutmacht-Eck. Und das ist so ähnlich wie das Abhaken auf der To-Do-List oder so, ja, weißt du, wo man sagen kann, ja, wieder was geschafft, wieder ein kleiner Erfolg zum Feiern und wieder ein Mutfunkenfeld, das eingefärbt werden kann. Ja. Also das hat mir auch große Freude gemacht, so auf der ganz einfachen Ebene. Okay. Jetzt haben wir jetzt schon genug gefeiert? Nein, permanent. Jetzt muss ich nur schauen, kann ich auf deine Schulter klopfen, wie geht das? Ach, liebe Ingrid, dann lass uns doch permanent in Verbindung bleiben und alles zum Aufblühen bringen und unsere Begeisterung für diese Themen weitergeben in weiteren Mutfunken. Und ich würde mal sagen, für heute haben wir es und feiern jetzt im Geiste einfach weiter. Genau. Okay. Du. Und ihr dürft mit uns feiern. Genau, alles Liebe und danke Ingrid für permanente positive Inputs. Es war wunderbar. Eine Ehre für die Möglichkeit. Mutmacht. Powered by die Mutmacherei.